Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von MMOZone, beziehungsweise auf MMOZone hoffentlich selbst. Worüber reden wir heute? Ich möchte mit euch über das neue Addon Mists of Pandaria reden. Ich wurde von euch gebeten, beziehungsweise ich habe einige Zuschriften erhalten, dass ich einfach mal meinen ersten Eindruck, beziehungsweise meine Meinung zu dem Addon äußere. Und ja, das möchte ich jetzt hier in dem, vertonten Video, ich will es eigentlich gar nicht so lange halten, äußern. Und zwar, ja, wo soll ich anfangen? Als ich die Berichterstattung gemacht habe mit der Eröffnungszeremonie von der BlizzCon, war ich im ersten Moment eigentlich ein bisschen entsetzt, weil eigentlich hat man ja uns gesagt, dass man sich nicht so auf die Pandaren konzentrieren soll. Also irgendein Blizzard-Boss hat das gesagt, habe ich auch eine News drüber geschrieben. Und dass man allgemein dieses Mists of Pandaria bzw. Pandaren mehr als Merchandise-Artikel sieht, also irgendein Artikel, den man im Shop verkauft etc. Und als dann der Trailer lief und die ersten Pandaren, beziehungsweise ich habe es zuerst gerafft, als ich den Trailer gesehen habe, wo sie dann von vorne auf diese asiatisch angehauchten Häuser und Umgebung hineingeflogen sind, möchte ich jetzt mal so sagen. Und da wurde mir bewusst, es sind Pandaren. Aber das war so halt meine erste Schockreaktion, wenn man so möchte. Mittlerweile aber muss man ehrlich sagen, man liest mehr, man bekommt mehr Informationen, man liest sich die ganzen Artikel nochmal genau durch und ja, die neuen Features, welche mit Mists of Pandaria kommen, finde ich eigentlich durchweg positiv. Sei es jetzt das neue Talentsystem, die Dungeon Challenges oder die Haustierkämpfe etc. pp. Finde ich eigentlich alle weitestgehend positiv. Und ja, die Pandaren selbst, auch wenn ich sie jetzt nicht spielen werde, finde ich eigentlich ganz okay. Das Problem, was ich nur sehe, ist gerade in den 25er Raids, wohin mit der 11. Klasse, also mit dem Mönch. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gilde ist, aber wir haben jetzt schon immer diverse Leute auf Ersatzbänke oder es wird getauscht. Und wenn dann noch eine neue Klasse dazu kommt, ist natürlich immer das Problem. Hier im Bild sehen wir jetzt gerade im Übrigen einen Mönch und ja, wohin mit der Klasse einfach. Aber ich denke mal, da wird man sich auch schon einig. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein, noch eine 11. Klasse in dem Raid unterzukriegen. Je nachdem, wie stark der Mönch sich entwickelt, die verschiedenen Specs natürlich. Also sei es jetzt Tank, Healer oder reiner DD. Muss man sehen, wie er sich entwickelt. Wenn er so overpowered wird wie der DK am Anfang, wird er, denke ich mal, mehrere Slots einnehmen. Und da muss man einfach sehen, wie sich das dann entwickeln wird. Dazu ist es einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch viel zu früh, da irgendwas zu sagen. Und ja, schauen wir uns jetzt einfach mal das neue Talentsystem an. Ihr seht hier schon die Talente von einem Paladin, habe ich gerade mal rausgesucht. Und da seht ihr, es gibt jetzt neue Spells, alle 15 Level. Und sobald ihr Level 10 erreicht habt, entscheidet ihr euch für eure eigentliche Spec. Also jetzt anhand zum Beispiel jetzt hier eines Paladins entweder Vergeltung, Schutz oder natürlich den Heilig Paladin. Und danach könnt ihr dann alle 15 Level eins von den drei hier gerade im Bild zu sehenden Talenten wählen. Und wie sich das dann natürlich später im Spiel entwickelt, muss man noch sehen. Ist halt noch wirklich zu früh, da jetzt irgendwie schon eine Prognose oder schon irgendeinen Eindruck zu vermitteln. Wie gesagt, ich habe das Spiel oder die Beta noch gar nicht gespielt. Es gibt noch keine Informationen, wann die Beta kommt. Dazu ist es einfach zum aktuellen Zeitpunkt noch zu früh und ja, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Oder ihr und wir auch, ich natürlich auch, ehe ich dann irgendwas zu dem neuen Talentsystem sagen kann. Ansonsten sehen wir jetzt hier gerade das UI, das aktuelle UI, was jedenfalls Blizzard auf der BlizzCon am vergangenen Wochenende bekannt gegeben hat, für den Herausforderungsmodus bzw. für die Dungeon Challenges. Und ja, wie das Ganze funktionieren wird, kann man jetzt nur erahnen, da es auch noch nicht wirklich so viele Informationen gibt. Was man allerdings weiß, es wird halt für die 5 Spielerinstanzen sein. Und sobald man da als Gruppe hineingeht oder schon vorher sagt, ich möchte jetzt hier eine Dungeon Challenge starten, wird sich euer Item Level auf einen irgendeinen bestimmten Wert reduzieren, den Blizzard dann natürlich vorgibt. Damit das Ganze fair bleibt, auch für andere Gruppen werden dann zum Beispiel jetzt Item Level, ich sag jetzt mal einfach mal, euer Charakter hat gerade ein Item Level von 380 und die Dungeon Challenges laufen aber auf Item Level, keine Ahnung, 350 zum Beispiel, nur als Beispiel. Dann wird dementsprechend euer Item Level gesenkt, beziehungsweise die Stats von den Items werden dann, denke ich mal, einfach runtergenommen, damit ihr auf 350 kommt. Und ja, dann habt ihr die Aufgabe, möglichst schnell diese Dungeon bzw. diese Instanz zu clearen.
Und da gibt es dann drei Medaillen und anhand dieser Medaillen, anhand dieser drei Medaillen, Gold, Silber, Bronzemedaille, entscheidet sich dann, was ihr am Ende der Instanz für Loot bekommt. Laut Blizzard soll es dort ja Mounts sogar geben, Pets geben und natürlich ganz interessant für das Morgen sind Gegenstände ohne Stats, die einfach nur auf Style, die sich einfach nur auf den Style konzentrieren. Und ja, wie sich das entwickelt, muss man sehen. Das nächste Feature, was ich euch vorstellen möchte, sind die sogenannten Pet Battles bzw. Haustierkämpfe. Ihr seht das hier anhand dieses UIs. Ihr habt unten drei verschiedene Fähigkeiten gerade und habt da diesen kleinen Raptor als Haustier. Und ja, Blizzard fügt einfach dieses Minispiel ein. Wie das genau funktionieren wird, weiß man noch nicht. Man wird auf jeden Fall gegen Freunde kämpfen können und das Haustier dann leveln. Ihr seht oben links im Bild, Haustier ist Level 20. Und ja, das klingt doch eigentlich ganz spannend. Im nächsten Bild seht ihr jetzt hier quasi das kleine Pet-Team, also das Haustier-Team. Ihr habt drei Slots wohl zur Verfügung und ja, dementsprechend könnt ihr dann eure Teams wählen und dort auch die Fähigkeiten, denke ich mal, ändern. Und ja, das sieht eigentlich soweit alles ganz schön aus. Man muss halt wirklich sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ansonsten gibt es natürlich noch die Szenarios, die auch sehr interessant sein dürften. Und ja, ihr seht schon, am Anfang war ich schockiert. Mittlerweile bin ich eigentlich begeistert von dem Add-on. Und ja, man muss einfach sehen, wie es sich entwickeln wird. Und ja, ich werde auf jeden Fall natürlich weitere Informationen auf meiner Webseite veröffentlichen. Zu aktuellen WoW-News und kommenden WoW-News und natürlich auch Informationen aus der Beta von Mists of Pandaria werde ich dann natürlich hier im Channel auf YouTube und auf meiner Webseite veröffentlichen. Und ich denke, das war's jetzt erstmal. Wir haben jetzt knapp 7 Minuten gequatscht. Mein erster Eindruck und die Feature-Vorstellung, ein Teil der Feature-Vorstellung habe ich euch jetzt gezeigt. Es gibt natürlich noch viel mehr und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Eindruck jetzt erstmal zufriedenstellen und ich sage bis demnächst, haut da rein, macht es gut, bis dahin sage ich ciao.